Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal gab es die Flops aus meinem Lesejahr 2023 für euch und natürlich gibt es demnach heute die Highlights aus meinem Lesejahr 2023. Ich habe mich letztes Mal für 5 Stück entschieden und habe dann halt gesagt, ja, okay, dann muss ich auch 5 Highlights auswählen, natürlich inklusive meinem Jahreshighlight. Ich habe wie immer hier mein tolles Bookjournal und da schreibe ich mir jeden Monat mein Monatshighlight raus. Das heißt, ich habe hier jetzt 12 Highlights vor mir liegen aus 12 Monaten und da habe ich mir 5 rausgesucht, die wirklich ganz, ganz, ganz besonders für mich waren. Die anderen 7 würde ich euch jetzt einfach so vorlesen, damit ihr auch einfach mal wisst, was so meine Monatshighlights waren. Und dann stelle ich euch die, sag ich mal, Top 5 vor. Also Monatshighlight im Januar war Crown and Bones, der 4. Band der From Blood and Ash Reihe. Im Februar war es Court of Sun. März werde ich euch gleich vorstellen. Im April war es Throne of Glass 7. Hätte natürlich auch in meine Top 5 gepasst, weil die Reihe einfach unfassbar war. Aber ich dachte, das ist ein siebte Band von einer Reihe, also das Finale einer Reihe. Das muss ich irgendwann mal gesondert aufnehmen bzw. darüber sprechen. Das ist einfach, ja, außer aller Konkurrenz. Throne of Glass ist genau wie Harry Potter oder die Shadowhunter. Die laufen außer Konkurrenz. Die kann ich da einfach nicht mitzählen. Im Mai werdet ihr gleich erfahren, was da war. Das liegt nämlich hier neben mir. Juni war The Darkest Gold und ich habe die Reihe wirklich geliebt, aber sie hat es nicht ganz in die Top 5 geschafft. Juli hat es dafür geschafft. August war Chain of Thorns. Das ist eben auch, wie eben bereits erwähnt, Shadowhunter. Das läuft außer Konkurrenz. Das kann ich da nicht zählen. September war es ebenfalls wieder The Darkest Gold, diesmal der 3. Band. Oktober war mein Jahreshighlight. November war Sterndämmerung von Poppy A. Robin. Und der Dezember liegt auch hier neben mir. So, ich habe da eigentlich kein bestimmtes Ranking, in dem ich die Bücher jetzt zeigen werde, bis auf die letzten beiden, weil bei denen war es einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Buch gewinnen wird. Starten wir jetzt einfach mal mit Platz 3, 4 und 5. Der aber keinen Platz 3, 4 oder 5 hat, sondern einfach, ja, die sind eigentlich alle Platz 3. Da habe ich kein bestimmtes Ranking. Auf jeden Fall wurde ein Highlight die Blackbird Academy von Stella Tuck. Ich fand dieses ganze Setting einfach nur mega. Ich fand die Charaktere mega. Es hat für mich absolute Supernatural Vibes. Der Dämon, der da in, wie heißt der nochmal? Leaf Young heißt der eine und das andere ist Falco. Genau, der Dämon, der da in Leaf sich eingenistet hat, ist einfach so witzig. Der hat so einen trockenen Humor und ich habe es einfach geliebt, diese Diskussion im Kopf zwischen Leaf und dem Dämon zu folgen. Und Falco ist einfach so, ja, Dean Winchester-Abklatsch. Aber ich habe es geliebt, das Ganze zu lesen und freue mich da auch schon sehr. Ich glaube, im Juli kommt der 2. Band raus. Stella schreibt halt auch einfach sehr humorvoll und ja, es macht einfach Spaß, das Buch zu lesen. Und man fliegt einfach nur so durch die Seiten und es ist auch ein bisschen düsteres Setting. Das hat mir auch ganz gut gefallen, auch wenn ich ja normal nicht so der ultra düstere Mensch bin. Aber ja, ganz, ganz großes Kino und jetzt verrate ich euch, um was es tatsächlich geht. Willkommen an der Blackbird Academy. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. Hier werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle behalten, ohne den Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren. Doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich.
Dann hat es ein Buch in meine Highlights geschafft, das ich tatsächlich als allerletztes im Lesejahr 2023 gelesen habe. Es war das letzte Buch, das ich auch von meiner 23 für 23 Liste streichen konnte. Und es war einfach mein Lesejahr-Abschluss. Und zwar war das Prison Healer. Da hat mir die liebe Ivy ja schon ganz lange in den Ohren gelegen, dass ich die Reihe doch endlich mal lesen soll und dass die echt so unfassbar gut ist. Und das, ja, die hat da ultra von geschwärmt. Und ich dachte mir, okay, dann packst du sie halt auf die 23-23 Liste, dann liest es im Laufe des Jahres. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es nicht getan habe. Also ich fand den Klappentext schon immer gut. Und gerade wenn eine enge Freundin so davon schwärmt, auf deren Meinung ich mich zu 1000% verlasse, dann nehme ich das normalerweise ernst und lese das auch recht zeitnah, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte es mir irgendwann mal bestellt bei Rebuy, aber es kam in einem katastrophalen Zustand an, sodass ich es halt wieder zurückgeschickt habe und irgendwie habe ich es dann einfach nicht mehr bestellt. Habe es dann aber jetzt als Hörbuch quasi gehört auf Nextory und ja, hab mir direkt mal Band 2 auf die 24 für 24 Liste gepackt, weil ich unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Also es konnte mich echt überzeugen. Die Charaktere sind einfach unfassbar gut ausgearbeitet und diese ganze Geschichte im Gefängnis, wie man dort landet und was für Aufgaben die verschiedenen Leute darin haben und wie das Verhältnis zwischen Gefangenen und Wächtern ist. Es war einfach total spannend und ich sag's einfach so, der letzte Satz, der hat, oder die letzten zwei Sätze, der hat einfach das komplette Buch nochmal so 5 Stufen hochgehoben, weil da einfach was geschehen ist, was ich nicht habe kommen sehen. Also es hat mich wirklich komplett zu 1000% kalt erwischt und ich will jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Sallendorf, dem brutalsten Gefängnis von Wanderall. Als Heilerin kümmert sie sich um all die Insassen, doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Da ist auch noch bei Amazon so eine wundervolle Zeichnung von allem, was so in Wanderall quasi existiert. Richtig, richtig schön. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch nicht in physischer Form hier. Ich will es mir aber definitiv noch kaufen. Ich habe Band 1 im Regal und habe Band 2 dann auf Nextory als Hörbuch gehört. Wollte es mir aber dann zeitnah noch holen, damit sie einfach zusammen im Regal stehen. Und wer meinen Kanal dieses Jahr gerade so im ersten Quartal verfolgt hat, der weiß, wie lange ich von diesem Buch gesprochen habe. Und zwar ist es nur noch einmal und für immer. Es ist einfach die Geschichte, wie es nach Band 1 weitergeht. Das Buch ist, glaube ich, auch eine Zeit lang später erst erschienen, also nicht sofort im Anschluss. Und es beschreibt einfach die Geschichte von Lily, Ryle und Atlas, wie es denn nach dem großen Knall in Band 1 weiterging mit allen. Es dreht sich ja sehr viel um Familiendrama und Ryle ist ja gegenüber Lily gewalttätig geworden und sie haben ein Kind zusammen und Atlas ist ja ihr großer Jugendfreund und es ist einfach so viel Drama und so viel Herzschmerz und so viel Liebe in diesem Buch, dass ich wirklich konstant am Heulen war. Ich habe dieses Buch gelesen und ich war einfach emotional völlig drin, auch was das Thema Kind aufziehen, wenn du keine Unterstützung groß hast, angeht. Es hat mich persönlich einfach so getroffen, dieses Buch, dass es einfach in meine Highlights rein muss. Der Klappentext zu Band 2 ist auch nicht wirklich groß. Da steht einfach nur, bevor Lily Ryle traf, gab es in ihrem Leben eine erste Liebe, Atlas. Jetzt erzählt Bestsellerautorin Colleen Hoover seine Seite der Geschichte und wie es weitergeht mit Lily Ryle und Atlas. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Kommen wir jetzt zu den beiden Büchern, zwischen denen ich mich entscheiden musste, welches denn mein Jahreshighlight 2023 wird. Und wer mir folgt, der weiß, wie sehr, oder wer mir schon länger folgt, weiß, wie sehr ich diese beiden Bücher vergöttert habe.
Ich habe tatsächlich, bevor ich mich hier hingesetzt habe, überlegt, welches denn jetzt mein Jahreshighlight wird und welches nicht, welches nur Platz 2 haben wird. Und ich habe mich dann schweren Herzens oder vielleicht auch nicht schweren Herzens, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, dafür entschieden, dass Fourth Wing nur Platz 2 ergattern wird oder ergattert hat, obwohl ich genau wie ungefähr 90% der Buchbubble dieses Buch abgöttisch liebe, geliebt habe, liebe, lieben werde. Favorite of Lebzeit, definitiv. Ich lese gerade auch den zweiten Band wieder zusammen mit Yassi und Jackie und er ist einfach wieder so gut. Und es werden ja insgesamt, glaube ich, 5 Bücher und Leute, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Ich bin nach Band 2 jetzt, nach dem ersten Drittel, schon wieder maximal im Suchtmodus und in der Geschichte drin. Und Tern ist einfach mein Patronus, ich sag's euch. Ich liebe diesen sarkastischen und ja, diesen Drachen mit diesem trockenen Humor und der ist so schön bissig und ach, ich liebe einfach alles daran. Ich liebe die Geschichte zwischen Violet und Xayden. Ich liebe das College, an dem sie sind. Ich liebe es, dass es brutal und düster ist und dass einfach mal von jetzt auf gleich ein Schüler gegrillt wird von einem Drachen. Es ist einfach brutal, es ist mitreißend, es ist fesselnd. Rebecca Yarros ist einfach eine grandiose Autorin. Sie weiß, wie man die Masse anspricht. Sie weiß, wie man den Leser fesselt und auch am Ball behält. Und deshalb wird euch der Platz 1, mein Jahreshighlight, wahrscheinlich auch nicht überraschen. Aber jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es hier geht. Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Beskyeth War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken, besonders Xayden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will, denn am Beskyeth War College haben alle eine Agenda und es gibt nur zwei Wege hinaus: den Abschluss machen oder sterben. Richtig, richtig, richtig geniales Buch. Und ja, kommen wir ganz ohne große Umschweife von Rebecca Yarros zu Rebecca Yarros. Ich habe mich dafür entschieden, dass The Things We Leave Unfinished mein Jahreshighlight 2023 werden wird. Die Geschichte von Georgia und ihrer Familie ist einfach unfassbar. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Kriegsgeschichten. Aber in diesem Jahr hat eine Person mein Leben, ja, bereichert für ein paar Monate. Und ja, dieser jemand ist eben auch dazu auserkoren worden, auf Einsatz zu gehen für die Air Force. Und ja, ich wollte eigentlich genau zu der Zeit dieses Buch lesen und meine Freundinnen sagten alle schon, tu es nicht, tu dir das jetzt nicht an. Und dementsprechend habe ich dann eine Zeit lang gewartet, bis dann Oktober war und dann habe ich mich an das Buch gewagt. Und es hat mich emotional wirklich mehrfach zerfetzt. Ich saß hier, ich hatte Tränen im ganzen Gesicht. Ich hatte wirklich nur noch geweint, weil das Buch so schön und so tragisch gleichzeitig ist. Es gibt 1000 Plot-Twists. Es kamen so viele Sachen, die man nicht erwartet hat. Und es war einfach so schön, diese zwei Zeitstränge zwischen Georgia jetzt und der Geschichte ihrer Großmutter, wie sie damals ihren Großvater im Krieg kennengelernt hat, zu lesen und teilweise auch zu hören. Ich habe es zwischendurch dann beim Kochen und so als Hörbuch weitergehört, weil ich einfach wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ich konnte einfach nicht aufhören, bis das Buch beendet war. Und ich denke, weil es mich einfach persönlich so angesprochen hat, genau wie eben die Geschichte mit Lily und Atlas und dieses alleinerziehenden Ding, ich einfach nur sagen kann, dieses Buch war für mich ein absolutes Highlight. Es geht auch um das Schriftsteller-Dasein, was mich persönlich natürlich auch nochmal angesprochen hat. Und ich kann es wirklich, dieses Buch oder gefühlt alle Bücher von Rebecca Yarros, kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil sie es schafft, Leser zu fesseln und wirklich
man will in der Geschichte sein und man will sie mit Haut und Haaren erleben, verschlingen, lesen, hören, sehen, schmecken, was auch immer. Und ja, ich denke, das ist demnach zu Recht mein Jahreshighlight. Was ist ein Happy End? Georgia Stanton steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimat Colorado zurück, um sich den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Scarlett Stanton war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer einzigen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah Harrison befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia? Georgia, die ihm auf jeden Schritt des Weges widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert. Ich lese gerade nur den Klappentext und mir steigen schon wieder Tränen in die Augen, weil es einfach so emotional ist, dieses Buch. Ich würde sagen, damit beenden wir auch einfach das Video, bevor es mich jetzt hier überkommt. Ich würde gerne mal von euch wissen, was euer Jahreshighlight 2023 war. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt einfach einen wundervollen Tag. Genießt das herrliche Wetter, wenn es bei euch auch so schön ist. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!